euer Zeichen, Sire? In Bewegung! Leute kommen auf die Burg. So, diese Mission ist etwas haarig und wir haben folgendes Problem. Nämlich gab es ein Problem. Und zwar, dass die Eiskönigin angegriffen wird. Nein, dass das Spiel leider etwas abgestürzt ist. Und wir müssen uns gleich vorbereiten. Und zwar sperren wir erstmal Ihmchen hier aus. Das ist ziemlich wichtig, glaube ich. Okay, er kommt nicht mehr rein. Das ist nämlich Albert. Das heißt, er wird nichts anderes haben, außer entsprechende Einheiten. So, hier fehlt uns der hier. Und jetzt fehlt uns Ehre. Was? Dann brauchen wir auch gleich schon mal ein bisschen für den Krieg. Ehre. Oh, kein Geld mehr. Scheiße. Was haben wir denn noch für Rohstoffe? Das kann weg. Unsere Truppen werden angegriffen. Das kann weg. König greift an. Wir müssen nämlich ziemlich schnell fertig machen. Eine Nachricht von Vlad, dem Fehler. Ihr macht einen Fehler, meine Burg zu zerstören. Das bezweifle ich. Bogenschützen, bereit machen. Platz da. Hier kommt der Mazda. Ja, die Waffenkammer des Feinds ist gefallen. Mist. Der Burgherr wird angegriffen. Dem Burgherr geht's gut, wo ist der? Ich will kämpfen! Ich rieche Ärger! Mach das mal kaputt. Du kommst hier hin. Wir töten jetzt den König. Bravo, Sire! Wo ist denn? Rücken wir vor! Ihre Burg fällt! Ich brauche ein paar schnelle Einheiten. Eine Nachricht von Dietrich. Richtig so, Jungs! Zertrümmert ihre Gebäude! Geh mal dahin. Unsere Truppen werden angegriffen! Ah, Attacke! Wir machen jetzt den König platt. Diesen Monat wurde kein Essen ausgegeben. Schnauze, ich habe andere Sorgen. Eine Nachricht von Vlad, dem Fehler. Süßer Tod. Okay, einen haben wir schon mal. Wie? Mit den Winden. Super, einer ist besiegt. Das heißt, wir müssen uns nur noch um zwei Gegner Sorgen machen. Beziehungsweise ein. Das ist schon mal eine enorme Hilfe, glaubt mir. Eure Beliebtheit sinkt. Wir bewegen uns. Wird auch wieder besser mit der Beliebtheit. Der Kornspeicher kommt jetzt eh hier hinter. Ich bin schon mal ganz froh, dass wir einen besiegt haben. Wir werden helfen. Und dann bauen wir mal hier einen Wall auf. Später. Eine Nachricht von Dietrich. Richtig so, Jungs! Zertrümmert ihre Gebäude! Ach, halt die Klappe. Ich kaufe mir jetzt noch ein bisschen was. Die Kornspeicher sind sehr gering, Sire. Die müssen auf jeden Fall alle sterben. Denn kein Mensch mag Eisbären. Vor allem nicht, wenn sie Lars heißen.
Wir sind eure Leute. Woran mangelt es an Leuten? Wir brauchen ein neues Gehöft. Wir brauchen noch ein Gehöft. Die machen alles kaputt da oben. Ah, das muss ich jetzt erstmal in Kauf nehmen. Nebenbei brauchen wir eine neue Eiskönigin. 200 Ehre. Mein Herz ist rein. Und danach werden wir erstmal dafür sorgen, dass wir uns gut verteidigen. Es ist sehr entscheidend, dass wir den einen da rechts besiegen am Anfang. Wir gehen. Wenn ihr das nämlich nicht macht, dann habt ihr echte Probleme. So, jetzt müssen wir uns sehr um die Versorgung unseres Landes widmen. Das heißt, wir brauchen auch deutlich mehr Nahrungsmittelproduktion. Das passt da nicht hin, my lord. Weil wir sowieso nicht so viel haben. So. Käse. Dann hört's auf. Wir brauchen aber noch mehr. Mehr Käse. Käse. Fleisch. Fleisch. What is it this time? Keine Leute mehr, das ist schlicht. Diesen Monat wurde kein Essen ausgegeben. Außerdem sind die Leute ziemlich angepisst. Die Vorräte unseres Kornspeichers wachsen, Sire. So, das reicht erstmal. Mehr Leute braucht man genau. Wie schön, wenn ihr den hier habt, weil hier oben müsst ihr damit rechnen, dass sie unter Beschuss geraten. So, was macht denn der hier? Was hat denn der für Rohstoffe? Der hat Steine. Dann möchte ich Stein von dir haben. Die Harpune kann jetzt hier bleiben, die habe ich eigentlich nur zur Abwehr gemacht. So, wer hallo Eiskönigin. Die Eiskönigin ist die wichtigste Verteidigungseinheit, die ihr beim Eisspiel habt. Demnächst müssen wir auch schon einen Angriff planen. Was brauche ich denn noch? Ich brauche auf jeden Fall den Markt. Der ist für mich auch wichtig. Der erleichtert mir nämlich vieles wieder. Und übrigens, das war nur mal so zwischendrin, dass ich dieses Robinson Crusoe Spiel gemacht habe. Und wir verkaufen ab 200 wieder. Hier ab 1. Davon haben wir gar nichts mehr, das ist schlecht. Hier machen wir einen Autokauf bis 20, wir brauchen Ehre. Ehre ist ganz wichtig. Dann kann ich demnächst auch die Kapelle bauen. Hier bis 20. Eure Beliebtheit steigt. Sehr gut. Die baue ich aber auch hier runter. Eine Nachricht von Dietrich. Habt Acht! Ich komme euch zu holen! Was plagt euch? Muss aufpassen, wie weit er mit seinen Tribuchets kommt. Ihr wünscht meine Hilfe? So, zur Not können wir uns schon ein bisschen verteidigen. Ah, da kommt der Angriff. Eine Nachricht von Dietrich. Lasst zum Angriff! Wer ruft uns? Die werden auf jeden Fall... Ah, scheiß Tribocke. Die werden jetzt bestimmt meine Gebäude da oben zerstören. Die Schwestern sind bereit. Zu den Sternen. Befehligt mich. Wir beschützen dieses Land. Lass sie mal kommen. Eure Schildjungfern walten. Tötet bitte die Armbrustschützen, die sind gefährlich. Gebt uns unsere Befehle. Durch die Wolken. In den Himmel. Wir fliegen. Sehr gut. Als nächstes kommen ein paar Schildjungfern. Dann ist der Angriff auch schon wieder abgewendet. Die machen hinten ein paar Gebäude kaputt, mein Gott. Aber an und für sich haben die keine Chance, wie das aussieht.
Angriff verloren. Von Dietrich. Wir haben verloren. Gehen wir heim. Besser so. So, das Grundgerüst scheint zu stehen. Die Vorräte unseres Kornspeichers wachsen, Sire. Wir brauchen aber noch mehr Vorräte. So werden wir nicht weit kommen, glaube ich. Ihr könntet doch auch was anderes produzieren, oder? Obwohl, Holz ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich überlege auch gerade, vielleicht sollte ich tatsächlich mal eine Produktion von diesen Kerzen herstellen. Hier hinten ist es doch relativ sicher, oder? Einfach nur so. Jetzt haben wir eine einigermaßen gute Verteidigung, das reicht mir schon. Diesen Monat wurde kein Essen ausgegeben. Man müsste halt mehr produzieren. Ich glaube, ich mache das Essen da ein bisschen runter. Die Vorräte unseres Kornspeichers wachsen, Sire. So müsste es doch stimmen, oder? Ja. Die Vorräte unseres Kornspeichers wachsen, Sire. Oh, wir haben aber auch kein Geld. Wir machen es mal anders. Die Autokauf wird jetzt von dem hier auf Null gesetzt. Achso, unser ganzes Geld geht natürlich für Festmehler drauf erstmal. Unsere Nahrungsvorräte gehen zur Neige, Herr. Ach Quatsch. Wir müssen noch mehr produzieren. Ich bin zu schnell gewachsen, glaube ich. Dann brauchen wir natürlich noch ein Gehöft. Das ist eine Produktion ohne Gleichen, glaube ich. Problem ist auch ein ziemlich weiter Weg, den sie zurückzulegen haben. Oh, natürlich, die Steuerungen sind zu hoch jetzt. Wir haben wahrscheinlich auch keine Kerzen mehr erstmal. Und wenn wir Kerzen herstellen, warum stellen wir nicht eigentlich auch gleichzeitig Honig her? Weil damals wurde Wachs noch von Bienen genommen. Tja, das ist die Frage. Und warum sind hier keine Bienen? Cool, wenn hier Bienenschwärme wären, die uns auch noch zusätzlichen Schutz geben. Das sieht zwar nicht schön aus, die Burg, aber sie ist noch dicht. So, ich speichere das mal ganz kurz. Spiel gespeichert. Weil das ehrlich gesagt besser lief als erwartet. Das wird natürlich wieder scheiße. Aber allein, dass wir den hier so schnell fertig gemacht haben. Vlad muss immer ganz schnell weg. Vlad ist einfach zu gefährlich. Bauen wir hier die Baumeistergilde hin. Rekruten benötigt, Sire. Wir haben keine Leute mehr. Also muss ich dann hier unten keinerlei Verteidigung machen. Weil das nervt, wenn man hier unten auch noch verteidigen muss. Also haben wir so auch schon zwei Dings parat. Unter Umständen könnte ich mir das... Ach nee, das ist wieder so ein Scheiß. Kein großes Rathaus. Die großen Rathäuser mag ich mehr. Die kann man nicht besser verteidigen. Oh, da könnte ja... Die können dann hier reparieren, wenn es zum Angriff kommt. Und da setzen wir einfach mal ein paar Bogenschützen drauf, würde ich glatt sagen. Eure treuen Bogenschützen! Also muss ich, wenn Vlad tot ist, mir keinen Kopf machen wegen diesen bescheuerten... Wie heißen sie doch noch? Diesen Fledermäusen. Eine Nachricht von Dietrich. Heute marschieren wir! Morgen kämpfen wir! Ah, ich kämpfe lieber heute.
Unsere Bögen werden singen. Ja, das gehen werden in Stellung. Bin ich von überzeugt. Eine Nachricht von Dietrich. Zerstört die Burg! Nahrung fängt sich auch. Ist gut. Gibt es Böses dort unten? Ja,